Ja, guten Abend. Auch nochmal in meinem Namen vorgestellt wurde ich Ihnen schon. Jörg Wagner, mein Name, stellvertretender Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeiger. Ich freue mich, dass wir hier heute vor so einem großen Publikum, die Konkurrenzlage, was das Wetter betrifft, ist ja nicht ganz ohne, hier über diese Fragen weiter diskutieren können, die Christian Lindner gerade in einem, kann man sagen, Parforce-Ritt jetzt schon durchgegangen ist. Ganz kurz zum Ablauf. Wir möchten das ganz gerne hier vorne nochmal etwas vertiefen, was er gerade angerissen hat. Aber ganz, ganz bald stehen die Fragen dann auch Ihnen offen. Dann öffnen wir das Ganze in den Saal und Sie können natürlich gerne an unsere beiden Experten das richten, was Sie gerne befragen wollten. Eins muss ich vorwegnehmen, Herr Lindner, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie zum Schluss nochmal dieses Plädoyer für den Umgang mit neuen Medien und so weiter gehalten haben. Ich glaube, wenn Sie geendet hätten nach Ihrem Parforce-Ritt durch die Gefahren, die sozusagen an dieser Stelle drohen, dann hätten wir hier vorne gerade die Sammeltonne aufstellen können für alle Mobiltelefone und Smartphones, die hier entsorgt worden wären auf dem Weg nach draußen. Ich darf Sie jetzt ganz herzlich hier nach vorne bitten, Herr Lindner, dass wir diese Gefahren und Chancen weiter diskutieren. Für die Gefahren haben wir uns noch einen weiteren Experten, der Ihnen auch schon vorgestellt worden ist, dazugeholt. Herr Frederik Richter, Präsident der Stiftung Datenschutz, auch ganz herzlich nochmal willkommen hier vorne. Ja. Danke. Ich habe schon gelernt, dass das Wort Gefahren durchaus gar nicht so beliebt ist bei der Stiftung Datenschutz. Bevor wir aber noch genauer besprechen, welche Themenbereiche Sie mit der Stiftung abdecken und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Deutschland sich eine eigene Stiftung, wenn auch immerhin noch nicht so ganz riesig dotiert, aber immerhin eigene Stiftung zum Thema leistet, wollen wir gleich noch gerne darauf eingehen. Ich würde nur gerne, anknüpfend an den Vortrag von Herrn Lindner, zuerst einmal die Frage stellen, wenn man die Schlagwörter nimmt, Google, Facebook, NSA, Sie haben einige erwähnt, Sie haben die europäische und amerikanische transatlantische Auseinandersetzung sehr stark thematisiert. Das ist natürlich ein naheliegender Reflex, der die deutsche Debatte so ein bisschen beherrscht. Ich glaube, ohne Herrn Snowden, den wir vor wenigen Jahren alle nicht kannten, wären viele von uns vielleicht auch heute nicht hier und hätten auch nicht so eine Sensibilität für das Thema. Aber ist es auch nicht ein etwas verengender Blick auf die Thematik? Sie haben ganz am Anfang im Grunde kurz angerissen, dass wir vor einer viel größeren Problemstellung stehen als einer bilateralen, binationalen oder nur einer nationalen Frage. Ja, natürlich ist das ein breiter Horizont. Ich hatte ja mehrfach die Formulierung verwendet, dass sich unser Zusammenleben und unser Miteinander in der Wirtschaft dabei ist, fundamental zu verändern. Fundamental. Und das ist nicht nur eine Frage von Nachrichtendiensten. Völlig zu Recht weisen Sie darauf hin. Die öffentliche Debatte kreist um die Frage der Reaktion auf die NSA-Enthüllungen und all das, was wir aus Großbritannien hören. Aber mindestens gleichrangig wichtig ist es, Marktregeln zu definieren, damit eben für uns alle individuell ein Fortschritt erreicht wird durch die Digitalisierung und nicht ein Rückschritt in dem Sinne, dass geistiges Eigentum verloren geht und wir der Privatheit verlustig gehen. Das ist das erste Grundrecht, das ausgekämpft worden ist, das die deutsche Aufklärung bestimmt hat. Das war das Recht auf Privatheit, dass der Staat nicht alles darf. Nur in totalitären Gesellschaften fällt das Öffentliche und das Private zusammen. Es zeichnet ja gerade unsere westlichen Demokratien und Rechtsstaaten aus, dass das Private geschützt bleibt. Und umso mehr darf man es sich erst recht nicht von kommerziellen Anbietern nehmen lassen, die sich noch nicht einmal demokratisch legitimieren müssen. Herr Richter, Ihre Aufgabe und die Aufgabe Ihrer Stiftung ist es, diese Sensibilität, die notwendig ist, auf nationaler Ebene durchaus zu wecken. Die Stiftung ist relativ jung. Sie können gerne nochmal sagen, ich denke, den meisten von Ihnen wird sie etwas sagen, aber vielleicht, sie hat noch nicht den Bekanntheitsgrad anderer Stiftungen erreicht. Wo setzen Sie da sozusagen an und finden Sie, dass die nationale Ebene sozusagen die Kernebene ist, um die Thematik zu lösen?
Also zunächst einmal, wir sind nicht die Stiftung für Gefahren. Ich wurde vielleicht als derjenige, der auf Gefahren hinweist. Ich wusste, dass Sie das Wort nicht mögen. Wir sind nicht die Stiftung Gefahrenschutz. Das klingt so negativ belegt. Und da muss ich auch hinten dazu stimmen. Chancen vor Risiken zu sehen, das ist auch bei uns ein Teil der Art, wie wir aufklären wollen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, diesen oder jenen Dienst sollst du gar nicht nutzen oder hierfür musst du Angst haben, davor musst du Angst haben, sondern bei richtiger Benutzung, bei richtiger Auswahl von Partnern, von Diensten, die meine Daten haben wollen oder die ich meine Daten geben will, da kann ich viel erreichen. Ansatzpunkte gibt es ganz viele. Die können wir vor unserer Haustür sehen. Also, dass das Thema in allerlei Hinsicht uns alle vor Ort betrifft, da müssen wir gar nicht erst die No-Spy-Abkommen-Ebene betreten. Das ist ohnehin ein schwieriges Thema, glaube ich. Aber auf dem Weg hierher, in der U-Bahn, die hier zur Straßenbahn wird, wenn sie aus dem Tunnel kommt, da stand ich vor einem Schild: beobachtungsfreie Zone. Fand ich ganz beachtlich. Das soll wahrscheinlich heißen, die Kamera kann mich da nicht so richtig erkennen, was mich wunderte, weil da waren sehr viele Kameras in dem Wagen. Aber dass man darauf hinweisen muss, das zeigt einerseits, ansonsten bin ich in einer beobachtungsvollen Zone, aber es zeigt auch, es scheint doch manchen Leuten noch wichtig zu sein, dass es solche Zonen gibt. In London werden Sie zum Beispiel diesen Aufkleber nirgends sehen, da bin ich mir sicher. Trotzdem gibt es ganz viele Straftaten in London. Also kein Allheilmittel. Die Stiftung selber. Aber ich wollte noch was zur Stiftung sagen, genau. Der Aufbau. Die Stiftung ist noch sehr klein und noch nicht sehr bekannt. Erstmal sind wir daran, das zu ändern. Wir möchten auch mal so groß und so bekannt werden wie diese Stiftung oder andere Stiftungen. Das ist völlig klar. Wir sind im Januar 2013 gestartet. Das war schon ein langer Weg dorthin. Im Koalitionsvertrag der Vorgängerbundesregierung hat das eine Weile gedauert. Von Oktober 2009 bis Januar 2013, das hätte man sich auch schneller vorstellen können. Das ist natürlich schade, denn die Aufgaben liegen auf der Straße oder in der Straßenbahn, je nachdem. Also da gibt es ganz viel zu tun und wir wollen ganz schnell wachsen. Und man sollte meinen, dass die neue Bundesregierung in der Post-Snowden-Ära sagt, jetzt fördern wir das mal ganz erheblich, weil das Thema interessiert nicht nur Sie hier heute Abend, das interessiert ganz viele weitere noch. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass sich da noch mehr Begeisterung wird wecken lassen. Ich hoffe nicht, dass es so sein muss, dass wir mehr Skandale brauchen, um mehr Begeisterung, mehr Unterstützung zu bekommen. Das wäre eine perfide Logik. Aber es haben sich sicherlich manche im Datenschutzbereich gefragt, musste denn erst das Kanzlerin-Handy abgehört werden, damit sich alle für das Thema so sehr erhitzen können, wie man vorher nicht gemeint hat. Vorher hieß es, da hat ein Politiker gesagt, ich habe die NSA gefragt, sie haben gesagt, sie waren es nicht, damit ist die Sache erledigt. Das wäre im deutschen Strafprozess auch nicht sehr gut denkbar, so ein Vorgehen. Brutalstmögliche Aufklärung nach Herrn Pofalla. Vielleicht, wo Sie es gerade ansprechen, kommen wir, Herr Lindner, nochmal auf diese Phase zurück, in der Ihre Partei ja schließlich auch in der Regierungsverantwortung stand. Sie haben das vorhin schon angesprochen, aber ich glaube, es ist ein Punkt, der einfach auch vielen, die hier sitzen, wichtig ist. Es war eben erst das Kanzlerinnen-Handy, bis sozusagen die Lawine ins Rollen gekommen ist. Warum hat die FDP bei einem Kernthema, das sozusagen zur DNA, kann man sagen, dieser Partei gehört, des liberalen Gedankens, das haben Sie ja alles schon ausgeführt vorhin, warum war die FDP da doch so wenig sichtbar, wie sie es war? Nach einer so historischen Wahlniederlage empfiehlt sich ja immer eine gewisse Demut. Bescheidenheit und Selbstkritik. Dennoch ist auch mal erlaubt, trotz allem zu sagen, dass manches erreicht worden ist. Denn wenn ich beispielsweise an diese Stiftung Datenschutz denke, an den Schutz der Berufsgeheimnisträger, herzlich willkommen an die Vertreter der Medien im Saal oder auch der Berufe, die mit geschützten Daten umgehen, ich daran denke, an die Verhinderung der Vorratsdatenspeicherung und anderes mehr, da ist schon das eine oder andere erreicht worden, auch mit Blick auf die NSA, also diese Datenschutzgrundverordnung, von der ich gesprochen habe, die gemeinsamen Initiativen in Europa, beispielsweise in den internationalen Pakt für unsere bürgerlichen Rechte, die Frage der Privatheit im digitalen Zeitalter aufzunehmen, das waren ja alles Initiativen von uns. Vielleicht muss man sagen, das betrifft aber andere Fragen wie die Energiepolitik auch, hätte man das etwas vernehmbarer und vielleicht auch zugespitzter tun müssen. Ich denke mal manchmal, was hätte jemand mit der Chuspe, wie Horst Seehofer sie besitzt, aus der NSA-Affäre als Justizminister gemacht?
Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, der war eben wichtig, vor allen Dingen im Bundesgesetzblatt zu erscheinen und nicht in der Bild-Zeitung. Das ist theoretisch sympathischer und solider, manchmal aber muss man eben auch im politischen Diskurs zuspitzen, sonst werden solche Chancen verpasst. Was in der Öffentlichkeit ganz stark aber hängen geblieben ist, zurückliegend geschaut auf die Bundespolitik der vergangenen Jahre. Sie hatten gerade angesprochen, hoffentlich braucht es nicht noch eine weitere Katastrophe, einen weiteren Unfall, damit das Thema sozusagen nochmal Schwung bekommt. Hat sich die Funktionsweise der Politik da grundlegend geändert? Ich meine, ein Atomunfall in Fukushima, ohne zu weit ausholen zu wollen, die deutsche Energiepolitik wird revidiert, ein Herr Snowden und ein Kanzlerin-Handy und endlich kommt Schwung in diese Debatte. Wagner, Gegenfrage, hat sich die Funktionsweise der Medien eigentlich verändert? Ich habe den Eindruck, die großen Debatten und die Themen halten alle nur eine Woche. Und nach einer Woche, dann sieht man bei Will, bei Illner im Kölner Stadtanzeiger, im Spiegel, sieht man ein Thema, und danach ist das völlig weg. Das ist völlig weg. Und da wünscht man sich manchmal auch eine etwas größere Tiefe in den Debatten, wo auch wirklich Dinge mal verfolgt, ausgeleuchtet werden. Man fragt, was ist eigentlich daraus geworden? Also ich denke mal, ein großes Thema war in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, um ein aktuelleres Beispiel zu nehmen, Syrien. Wer von Ihnen kann aktuell sagen, was da los ist aus der Zeitungslektüre? Mhm. Wie hieß nochmal diese eine Affäre, die wir jetzt neulich hatten? Edati. Ja? Überall, nahezu weg. Dann kam Hoeneß. Jetzt haben wir gerade Krim. Ich habe den Eindruck, ist schon fast nicht mehr interessant. Jetzt wird das Nächste gesucht. Ich will keine Medienschelte machen. Überlasse ich anderen. Bin froh, wir sind die Partei, die die Pressefreiheit mal erkämpft hat, unsere liberale Haltung im 19. Jahrhundert. Also insofern bin ich froh, dass wir Presse- und Medienfreiheit haben. Freundliche Grüße. Nur den Wunsch als Leser, Ihr Leser, Herr Wagner, habe ich, dass manchmal die Themen eben auch länger, intensiver debattiert werden, damit auch wirklich Substanz öffentlich debattiert wird und nicht nur so eine taktische Oberfläche. Ich habe da auch eine Befürchtung. Es ist ja auch immer eine Sache von Angebot und Nachfrage auch dort. Die Leser wollen es lesen, die anderen bieten es an. Das diskutiert man ja beim Dschungelcamp ähnlich auch wie bei Snowden. Irgendwer muss es ja auch nachfragen und lesen wollen, ohne das jetzt vergleichen zu wollen. Palette, die Befürchtung ist natürlich, dass die Leute des Themas überdrüssig werden, dass sie irgendwann das Wort Datenschutz nicht mehr hören können, genau. Weil das immer auf Seite 1 ist, jetzt seit Juni letzten Jahres. Das ist eine ganz schöne Strecke. Genau. Dass die irgendwann sagen, jetzt treibt mal die nächste Sau durchs Dorf, wir können das nicht mehr hören, jetzt geht weg mit eurem Datenschutz. Das wäre ganz große Gefahr für das Thema, weil das Thema eben so wichtig ist. Gut, es passiert ständig was. Jetzt haben wir gerade wieder 18 Millionen E-Mail-Adressen, davor waren es 16 Millionen. Auch da fragt man sich, was soll denn noch passieren? Klar. Ja, vielleicht denkt sich auch mancher, ich habe ja nichts zu verbergen. Vielleicht wird das Thema auch nicht so ernst genommen, weil mancher glaubt, er habe ja nichts zu verbergen, kann doch jeder sehen. Ja. Da wird also die Bedeutung unterschätzt. Ich will es mal aus dem Alltag schildern, Herr Wagner. Sie atmen schon scharf ein, aber die Anekdote gestatten Sie mir bitte. Aus dem Alltag, eigene Familie, mein Vater, Lehrer, Beamter, will eine Immobilieninvestition, also hier eine Sanierung, nichts Großes, im Familieneigentum, selbstgenutzten Familieneigentum finanzieren. Mein Vater, Wolfgang Lindner, geboren am 15.12.1949, fragt also bei den Banken, wer finanziert das? Beamter, ländlicher Raum, Eigentum, kleine Immobilienfinanzierung, bekommt er plötzlich nichts. Ich bin doch eigentlich ein ganz, wie man sagt, positives, gutes Risiko. Und mit viel Mühe findet er heraus, es gibt noch einen anderen Wolfgang Lindner, geboren am 15.12.1949. Der ist, ich glaube, Orchestermusiker. Und hat, wenn ich richtig informiert bin, keine üble Nachrede, also insofern mit Vorbehalt, wenn ich richtig das noch im Kopf habe, der war der Arrangeur der Orchester bei Karl Moix Silvesterstadel, die Wolfgang Lindner Band. Und der hat, mein Vater ist völlig unmusikalisch, genauso wie ich selber auch. Der Mann ist kein Beamter, sondern Unternehmer und der hat schon dreimal seine Orchestergesellschaft wohl vor die Wand gesetzt. Kann passieren. Hat aber bei der Sparkasse Wermelskirchen dazu geführt, meinen Vater zu scheuen wie der Teufel das Weihwasser. So, und da ist ihm bewusst geworden, was das eigentlich bedeutet, Datensicherheit, Datenschutz und was damit passieren kann.
Und dieses Bewusstsein, diese Sensibilität ist offensichtlich in Deutschland noch nicht weit genug verbreitet. Umso besser, Herr Richter, dass wir endlich eine Stiftung Datenschutz haben, die auch beim Selbstdatenschutz und bei der Aufklärung ja eine wichtige Rolle zu spielen haben wird. Ich erfahre heute Dinge hier, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Die Lindnersche Familiengeschichte in Bezug auf die Hausbank. Kommen wir noch einmal zurück sozusagen in den politischen Raum, bevor wir nochmal dann im Anschluss auf die persönlichen Gefahren oder die Gefahren und die richtigen Verhaltensweisen eingehen. Sie haben ja schon die verschiedenen Optionen ein wenig skizziert, wo man anpacken kann, um dieses im Grunde weltweite Problem zumindest auf nationaler Ebene oder europäischer Ebene in den Griff zu bekommen. Zu lösen ist wahrscheinlich das falsche Wort. Es gibt sehr radikale Ansätze, die sagen, warum verbieten wir den Unternehmen und allen anderen nicht grundsätzlich sozusagen jegliche Verwendung der Daten und sie müssen in jedem Einzelfall den Bürger anfragen, ob er ihnen sozusagen dazu die Erlaubnis erteilt, ja oder nein. Das ist ja sozusagen die Radikallösung, für die jeglichen Missbrauch ausschließt, die aber natürlich auch einige Negativaspekte durchaus mit sich bringt. Was halten Sie davon, sozusagen so weit die Flucht nach vorne anzutreten? Davon halte ich nichts, da schnürt man jede Entwicklung ab. Also ich will ja Regeln für den Markt und damit Fortschritt ermöglichen. Ich will nicht Fortschritt strangulieren, wie Sie das schildern. Also insofern geht es darum, unsere individuellen Rechte zu stärken, dass ich souverän über meine Daten verfügen kann, aber die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten, in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die würde ich nicht komplett ausschlagen. Also Ihr Modell ist vielleicht eher das des Pessimisten, der glaubt, es wird immer mit Daten Schindluder getrieben. Meine ist eher die des Optimisten, der sagt, wenn die Regeln stimmen, dann ist es verantwortbar. Man muss dazu sagen, das Bundesdatenschutzgesetz, das ist dann sehr pessimistisch. Denn da steht drin, alles ist verboten in Sachen Datenumgang, außer es ist erlaubt durch eine gesetzliche Ausnahme, eine spezialgesetzliche Regelung oder eine Abwägung zugunsten dessen, der die Daten verwenden will. Das kann man als sehr pessimistisch ansehen und es gibt auch Leute, die sagen, das müsste man doch mal umkehren. Genau. Gibt es auch. Mein Modell ist es nicht. Es ist sozusagen aus grünen Kreisen mal erwähnt worden, das nur zur Erläuterung für die, die da noch nicht so drin sind. Sie haben gesagt, dass sozusagen aus dem Bundesdatenschutzgesetz Ihnen ja die Handhabe da gegeben wäre, sozusagen, oder uns allen die Handhabe gegeben wäre. Reicht das aus? Denn das besteht schon deutlich länger als sämtliche Affären, die sozusagen vorgefallen sind. Gebracht hat es wenig. Das ist relativ alt, das ist aus einer Zeit, das Gesetz als solches, als die Telefone noch keine Tasten hatten. Heute haben sie keine Tasten mehr. Das ist natürlich ganz interessant. Also da sieht man, wie alt dieses Datenschutzgesetz ist schon. Kommt die alte Wählscheibe irgendwann wieder. Und sei es nur als App zum Wischen. Ja, das gibt es natürlich auch. Auf jeden Fall muss man ganz klar unterscheiden zwischen den gesetzlichen Ansprüchen, die ich heute schon habe, als Dateninhaber, als der, um den es geht. Bloß die Durchsetzung ist ja das Problem. Und dann der Umgang des Einzelnen mit den Daten. Und das Thema Selbstdatenschutz, das Stichwort wurde schon erwähnt, das ist eben für uns der Kern. Dass wir sagen, die Nutzerinnen und Nutzer von technischen Diensten, es sind ja meist technische Dienste, und worum es heute geht, sind meist online-basierte, vernetzte Dienste. Die stehen oft am Anfang dieser Verwendungskette ihrer Daten. Die haben also mehr in der Hand, als sie denken, was den richtigen Umgang mit ihren Daten betrifft. Denn erst wenn sie die Daten in die große Maschinerie oben reinrieseln lassen, dann haben sie irgendwann, können sie leicht die Kontrolle verlieren. Durch Intransparenz, durch illegale Handlung Dritter, Hacker, wie auch immer. Also da hat man mehr in der Hand, als man denkt. Und da gilt es zu sensibilisieren, was den Wert dieser Daten betrifft. Seit, ich glaube, 20 Jahren gibt es Payback-Karten, so ungefähr. Das ist Datenhandel, den man selber macht. Man verkauft Daten gegen Punkte, wo man dann irgendwas verkriegt am Ende. Da wird nicht mit offenen Karten gespielt. Das ist insofern schade. Vielleicht wissen auch viele, was sie da tun. Nichts anderes tun sie bei Facebook. Facebook sagt auf seiner Startseite, Facebook ist und bleibt kostenlos. Natürlich Quatsch, Facebook war noch nie kostenlos, aber man hat den Leuten nicht gesagt, mit was sie zahlen, in welcher Währung. Nicht Bitcoins oder Bargeld oder Kreditkarten oder Bonuspunkte, sondern eben ihre Daten. Und nicht umsonst, bei der Übernahme von Facebook, von WhatsApp durch Facebook, noch war es ja so rum, da wurden natürlich nicht für die 50 Mitarbeiter, die haben und die paar Computer in ihrem hässlichen Haus, wie man sehen konnte, 19 Milliarden Dollar gezahlt,
sondern für die 450 Millionen Telefonnummern, die WhatsApp hat, die auch verifiziert sind, weil man kann nicht ohne echte Telefonnummer an WhatsApp teilnehmen. Und bei Facebook konnte man falsche Telefonnummern bislang angeben. Naja, dann kauft man sie sich eben, wenn die Leute da Schmuh machen. Und dann kauft man sich noch was weiteres dafür. Ganz kurz, die Adressbücher der WhatsApp-Nutzer. Früher wäre es undenkbar gewesen, wenn man jemand gesagt hätte, guten Tag, ich bin ein innovativer kalifornischer Anbieter von Offline-Diensten, online gab es damals noch nicht, würden Sie bitte Ihr Adressbuch uns mal geben, wir kopieren das und schicken diese Kopie nach Kalifornien. Nee, warum das denn? Es geht doch keinem was an, was in meinem Telefonbuch alles drinsteht. Heute wischt man die Teilnahmebedingungen so durch und die Datenschutzbestimmungen. Klar, ich will das jetzt schnell haben, alle meine Freunde haben das schon, ja. Am liebsten hätte man, wenn man gar nicht mehr scrollen muss, wenn oben schon Ja steht, stimmen Sie den Nachstehenden zu und dann scrollt man gar nicht mehr. So läuft das ja heute. Und schwupps ist das Adressbuch weg. Und das wurde auch mitgekauft. Das ist ein großes Problem, auf das ich auch noch keine Lösung anbieten kann. Was passiert eigentlich mit meinen Daten, die ein Dritter verarbeitet? Also jemand hat meine Kontaktdaten in seinem Adressbuch und er gibt sein Adressbuch frei. Ja, das muss ja sichergestellt werden, dass nicht dann alleine, dass ich mit diesem jemand in Kontakt bin, gesehen wird, weil das lässt ja Rückschlüsse auf mich zu. Was ist mit meinen Facebook-Nachrichten, von denen ich vielleicht irgendwann verlangen kann, dass sie restlos gelöscht werden, aber was ist dann mit dem, was andere daraus gemacht haben, also eigene Inhalte daraus gemacht haben? Also das sind ungeklärte rechts- und auch technische Fragen, denen wir uns aber stellen müssen in einer gesellschaftlichen Debatte. Überhaupt fehlt die Diskussion darüber, wie viel Privatheit wollen wir eigentlich haben. Auch das ist eine noch zu führende Diskussion, jenseits eben der Gesetzestechnik und jenseits der Informationstechnologie. Sie ist in Deutschland leider noch unterbelichtet, diese Debatte. Es gilt so als ein Orchideenthema. Dabei, ich kann es nur noch einmal sagen, ist es eine zentrale Frage von Wirtschaft und Gesellschaft. Aber kommt man da nicht auch an die Grenzen des Rechts oder der Rechtsetzung, der politischen Rechtsetzung? Von zwei Seiten wird sozusagen das Recht bedroht, einerseits extern, um das jetzt mal so schematisch darzustellen, durch Unternehmen oder auch Staaten, die andere Auffassung haben und die halt, Sie haben es gesagt, relativ kühl oder Ihr Vokabel war anders, unsentimental durchsetzen. Und andererseits von dem Bürger, der sozusagen, wie Sie es gerade schilderten, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat im Leben einmal die AGBs von diversen Diensten, die er abonniert hat, gelesen. Meistens sucht man den Akzeptieren-Knopf und ich habe noch nicht genau mal die des Kölner Stadtanzeigers gelesen, muss ich gestehen. Die sind natürlich grundsolide und sauber, aber zu dem Medienthema nachher noch mehr. Aber wir sind da an der Stelle, wo sozusagen ja auch das Recht, Sie haben es eingefordert, die Rechtssetzung, den Rechtsrahmen, aber kommt es da nicht auch an seine Grenzen? Sie haben selber sozusagen in Ihrem FAZ-Artikel, der Ihnen auch allen zugänglich ist, ist überschrieben als eine Machtfrage. Wer schützt sozusagen einerseits den Bürger vor der Macht von da oben und dann den Bürger vor sich selbst? Wenn ich einem anderen die Macht über mich einräume, dann hat er sie. Aber es darf nicht so sein, dass ich gegen meinen Willen unter das Machtdiktat eines anderen komme. Und dafür brauchen wir den Rechtsstaat. Für das andere brauchen wir Aufklärung. Dass nicht jemand aus mangelnder Einsicht oder Information anderen Einblicke gewährt, die nicht nötig, nicht legitim oder am langen Ende auch kritische Folgen haben. Das ist die Frage des Selbstdatenschutzes. Alle möglichen Dienste fragen bei einer Bestellung beispielsweise noch nach dem Geburtsdatum oder der Telefonnummer. Da steht dann meistens so ein kleiner Stern. Das eine sind die wichtigen obligatorischen Dinge, die man angeben muss bei einer Bestellung und die anderen Dinge, die kann man angeben. Ja, warum soll ich die angeben? Also aus Freundlichkeit oder aus, weil jemand akribisch ist und alles auch richtig machen will, gibt er das da an vielleicht. So wie man bei einer Behörde den Meldebogen beim Falschparken ausfüllt, ja. Aber das ist eben anders, wenn man bei Amazon bestellt. Da muss man das nicht tun. Ein Alltagsbeispiel, das aber deutlich macht, man muss eben verstehen, das, was ich preisgebe, kann ich kaum je zurückholen, zumindest nach jetzigem Recht. Und umso wichtiger ist der Selbstdatenschutz. Also nur das, was wirklich notwendig ist, preiszugeben. Wir kümmern uns als Politiker um den Rechtsrahmen, so gut es geht. Aber gutes Recht kommt auch nicht aus ohne mündige Bürgerinnen und Bürger. Es zeigt sich an dem Beispiel, dass Selbstdatenschutz gar kein neues Thema ist. Wenn Sie Preisausschreiben nehmen, auf so kleinen Karten, mit vielen Feldern, gibt es seit Jahrzehnten.
Und da gab es auch, früher gab es vielleicht den Stern noch nicht, aber auch Felder, wo man teilnehmen konnte und den Preis gewinnen konnte und dann Zusatzinformationen. Das ist, zeigt, es ist kein Online-Phänomen, dieses Preisgeben. Und ich sprach mit einer Anbieterin von Datenschutzseminaren, die hat als erstes Guten Morgen gesagt, dann so einen Bogen ausgeteilt, da sollten die Leute alles eintragen. Und das haben die alles brav ausgefüllt. Und da war die erste Aufgabe schon verfehlt sozusagen. Sie hatte gleich einen Punkt, was sie reden konnte. Aber die Kernfrage sozusagen für die Verantwortung an uns alle ist doch, gibt es wirksamen Schutz? Vorsicht ist das eine, aber schließlich bewegen Sie sich an all diesen Medien. Sie wollen sie nutzen, Sie wollen auf bestimmte Dinge nicht verzichten, können auch höchstens in sehr langwierigen Prozessen AGBs etc. verändern. Wie kann man mit diesem Dilemma sozusagen umgehen und was erleben Sie da in der täglichen Arbeit mit der Stiftung? Wie weit sind wir da schon vom Bewusstsein überhaupt her? Ja, recht gering aufgestellt, das ist das Problem. Es ist eben die Macht der Gewohnheit. Ich nehme Sachen als selbstverständlich hin und es ist auch die Macht der Masse. Wenn ich sehe, alle meine Bekannten sind bei einem sozialen Netzwerk, es gibt andere, die den Datenschutz höher hängen, dann gehe ich im Zweifel dahin, wo alle sind. Aber es gibt eben meist, es ist das wenige ist es alternativlos, um dieses schöne Wort zu strapazieren. Es gibt zum Beispiel eine Initiative Friendica, nennt die sich, die nutzt die Facebook-Community, aber schaltet da eine Art Anonymisierungsstufe zwischen. Und ich kann sie an diesem Ende, das ist noch am Anfang dieses Projekt, ich kann sie ja nutzen, ohne viel Fremddatenverwendungsangst, um es mal so zu ausdrücken, zu haben. Und Google. Google ist sicherlich rein technisch die beste Suchmaschine, weil sie einfach einen riesen Prozess hinter sich hat, eine riesen Speicherkapazität. Und aus der Bequemlichkeit haben die meisten Leute Google als Startseite eingestellt und ihr gesamtes Leben, ihre Fragen, ihre Antworten tun sie in diesem weißen kleinen Briefschlitz und sind noch von dem alten Werbespruch Don't be evil geblendet, dass alles nur auch pro bono und kostenlos wäre. Da gibt es die Alternative Startpage, um mal ganz konkret was zu nennen, die eben auch die Google-Technologie nutzen, aber da auch eine Anonymisierungsstufe zwischenschalten, die also nicht Google sagen, wer sucht, sondern nur was gesucht wird. Das geht dann auf Kosten der Bequemlichkeit. Sie haben dann nicht die Vorschau, diese bekannte Vorschau, man fängt an zu tippen und Google weiß schon, wonach man suchen könnte, weil ja Google weiß, wonach ich gestern gesucht habe, von diesem Computer mit dieser IP-Adresse aus. Das fällt dann weg. Also Privatsphärenschutz kann oft oder geht noch oft auf Kosten der Bequemlichkeit. Das ist auch das Stichwort für Big Data-Anwendungen, die ja viele Chancen und Risiken ideal in sich vereinen, um das mal zu untersuchen. Kann sehr viel Angst machen, kann sehr viel Chance bedeuten. Wenn Sie jemanden, der seit einer Stunde im Stau steht, fragen, ob nicht Big Data-Anwendungen viel stärker genutzt werden sollten, um Staus zu prognostizieren, sagt er, ja klar, komm, Datenschutz, hier, ran, sofort. Wenn Sie den aber in ruhiger Minute mal fragen, ob er einen Versicherungstarif abschließen würde bei seiner Kfz-Versicherung, die sein Fahrverhalten aufzeichnet, würde er sagen, nein, also, komm mal dahin, das ist ja schrecklich. So, und dann, wenn man ihn dann fragen würde, würdest du das auch so vehement ablehnen, wenn das die Hälfte kostet, der Tarif? Eine Frage, die auf die ersten Versicherten schon ganz konkret zukommt. Ja, diese Tarife sind ja in Deutschland zumindest probeweise schon am Markt. Ja. Herr Lindner, bei diesen sozusagen dunklen Mächten, die da immer wieder in Form von Google und so weiter skizziert werden, Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag auch aufgeführt, was sozusagen auf viele dieser Herausforderungen technologischer Art früher die Antwort gewesen ist. Das sind im weitesten Sinne, kann man es zusammenfassen, zumindest staatlich angetriebene, wenn nicht sogar staatlich betriebene Wirtschaftsprogramme in bestimmten Sektoren. Wie weit gehen Sie als Liberaler da sozusagen eine staatsgetriebene Infrastruktur zu fordern, wenn denn diesen Dingen, die aus dem Markt gewachsen sind, ja schließlich, das sind ja Marktunternehmen, die da erfolgreich sind, sonst nichts dagegen entgegenzusetzen ist? Na, da bin ich vorsichtig, wenn es um staatliche, also subventionierte Angebote geht. Auch das ist ja eine Idee, die man links der politischen Mitte gelegentlich hört. Wir brauchen jetzt ein europäisch genossenschaftlich betriebenes, gemeinnütziges Google. Daran glaube ich nicht, weil Herr Richter völlig recht hat. Google ist bequem und gut. Und wenn ich daneben ein öffentlich-rechtliches, unbequemes und nicht so überzeugendes Angebot habe, dann werden die Leute mit den Füßen abstimmen. Deshalb ist das, was ich vorgeschlagen habe als Projekt der europäischen digitalen Emanzipation, das ist nicht gedacht, als wir fördern mit Subventionen jetzt Unternehmen auf der grünen Wiese und bauen das auf, sondern wir müssen unsere Nische finden.
durch Forschung und durch Recht. Recht bedeutet, warum nicht einheitliche europäische Datenschutzstandards haben, einheitliche Kryptographie, also Verschlüsselungsstandards haben. Das wäre ein weltweiter Wettbewerbsfaktor, wenn das offene Standards sind, ohne die berühmte Hintertür, durch die ein Geheimdienst doch durchgehen kann, ist das weltweit attraktiv. Der Quantencomputer, das ist Grundlagenforschung, ist nicht eine Subvention in ein einzelnes Unternehmen, sondern eine europäische Forschungsinitiative. Also worauf ich hinaus will, ist nicht, dass es jetzt statt Agrarsubventionen Subventionen für Digital gibt, sondern dass das Thema erkannt wird, der Staat hier auf europäischer Ebene seine Initiativen koordiniert und Anreize dafür schafft, Rahmen dafür setzt, dass Private die großartigen Chancen nutzen. Das tun sie ja schon. Wenn Sie die Berichterstattung über die letzte CeBIT verfolgt haben, das Thema Datenschutz, Datensicherheit ist ein Megathema für die europäische Informationstechnologie, auch für die privaten Anbieter. Und das, wo schon was ist, kann die Politik natürlich noch unterstützen und verstärken. Es war übrigens, um das noch zu ergänzen, auch ein Politiker rechts der Mitte, wenn man das so sagen kann, der den Aufbau eines deutschen Google mit Subventionen mal gefordert hat, letztes Jahr. Das war der ehemalige innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion. Ja, Herr Uhl war das. Und ich glaube nicht, dass das funktionieren kann, wie Sie schon sagen. Abstimmung mit den Füßen oder mit der Maus. Auf jeden Fall, man kann den Leuten nicht sagen, nutzt dies oder nutzt das. Es muss attraktiv sein. Das ist auch unser Ansatz. Wir wollen einerseits allgemein aufklären und sensibilisieren zum Wert von Privatheit und andererseits im Speziellen aufklären über das oder werben für ein Werben mit Privatheitsschutz. Sprich, wer ein gutes Produkt hat, was die Privatheit schont, der soll sich das zertifizieren lassen von unabhängiger Stelle. Ein ganz, ganz zukunftsweisender Bereich, das zeigt sich im Bereich des Cloud Computing, dass die amerikanischen Anbieter dort jetzt Probleme kriegen, sich auch an die Obama-Administration wenden und sagen, hey, das mit der NSA geht zu weit und die Angst vor Hintertüren, die Leute springen uns dann irgendwann ab. Das ist noch kein Masseneffekt, aber das ist ein anbeginnender Effekt. Und da wird es dann auch interessant für die ökonomisch sehr sensiblen Amerikaner. Und da können dann eben hiesige Unternehmen, national wie europäisch, punkten. Der Landesbeauftragte von Nordrhein-Westfalen ist an diesem Thema auch dran. Zertifizierung von Datenschutz, von privatheitsschonenden Diensten. Und im Bereich Cloud Computing haben wir da einen Trendsetter. Das soll am besten auf alles ausgeweitet werden. Und dann ist es nämlich eben eine Abstimmung mit den Füßen hin zu denen, die die Privatheit respektieren. Viele von den Dingen, die Sie erwähnen, gerade auf Privatpersonen bezogen, führen Sie ja zum Beispiel auf der Homepage der Stiftung auch exemplarisch auf. Merken Sie da sozusagen eine gestärkte Nachfrage vielleicht nach jedem neuen Skandal, der hochkommt? Oder sehen Sie da einfach eine wachsende Sensibilität für die Thematik? Oder geht das sozusagen an all diesen Dingen, das ist übrigens für Sie auch interessant, die da fein säuberlich aufgelistet sind auf der Homepage, geht das da noch vorbei? Nein, also gut, wir sind jetzt noch nicht so bekannt, dass uns die Bürger in Zwölferreihen die Tür einrennen. Und das ist schon noch etwas von entfernt. Aber auch Sie merken durchaus, wenn mehr Besuch ist als sonst. Wir merken sonst durchaus, dass Bürgeranfragen kommen. Die fragen dann ganz konkret, was kann ich gegen NSA tun? So ungefähr. Oder auch im B2B-Bereich, wo kann ich mein Produkt zertifizieren lassen? Bei welchem Anbieter? Welcher ist der beste? Da können wir keine konkreten Empfehlungen aussprechen. Wir sind daran, jetzt einen allgemeinen Standard zu erarbeiten, an dem die vorhandenen Zertifikate und Gütesiegel gemessen werden sollen, damit eben eine unabhängige Einrichtung des Bundes da mal Orientierung schafft in diesem Markt, den es ja schon gibt, der eben aber noch recht uneinheitlich ist. Und auch im Bereich Privatsphärenschutz für Bürgerinnen und Bürger ist auch noch sehr viel, ja, da läuft sehr viel parallel. Es ist ja nicht so, dass es keine Angebote zur Datenschutzaufklärung gäbe. Das ist von öffentlicher Seite, von den Landesbeauftragten, von der Bundesbeauftragten, von privaten Initiativen. Im Föderalismus gibt es ja nun diverse Institutionen, die alle in die gleiche Richtung streben, gerade bei dem Thema. Da können wir aber noch als neutrale Instanz zwischen Aufsicht und Wirtschaft, glaube ich, einiges zu beitragen. Das auch zum Thema, warum denn jetzt noch eine Stiftung, wenn es schon die Länder gibt und die Wirtschaft und alle möglichen Instanzen. Wir haben halt den Vorteil, dass wir neutral dazwischen stehen. Wir beaufsichtigen nicht die Wirtschaft, wir sind aber auch unabhängig von ihr und haben dadurch eine große Glaubwürdigkeit, die wir nutzen wollen. Dürfen wir mal eben ganz kurz Herrn Richter fragen, bei welchem Ministerium er aufgehangen ist? Das ist zurzeit das Bundesinnenministerium. Okay, da dürfen wir auch kurz in Erfahrung bringen, wie viel
wie viel Mittel Sie im Jahr zur Verfügung haben? Also für dieses Jahr noch keine weiteren Mittel, weil die zunächst im Regierungsentwurf gestrichen wurden für dieses Jahr. Aha, so, keine weiteren Fragen. Ja? So viel zur Priorität. Ja? Die außerparlamentarische Opposition. Ja, ich kann ja an die Bundesregierung gegenwärtig keine kleinen Anfragen stellen. Na klar. Jetzt mache ich das hier, aber ja. Ich wollte ja dadurch nur... Ich habe sie auch nur nüchtern und wahrheitsgemäß beantwortet. So ist es. Ich will ja Herrn Richter nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb stelle ich das als Frage er muss sich dazu gar nicht äußern. Ich kann nur sagen, mit Blick auf das, was beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz passiert, wie der innerhalb der Regierung behandelt wird, wie die Personalie gelöst worden ist. Die Große Koalition hat dort ja eine ehemalige Abgeordnete hin delegiert, die vorher für die Vorratsdatenspeicherung und andere Eingriffe in unseren Datenschutz war. Mit Blick auf das, was bei der Stiftungsdatenschutz passiert, mit Blick auf Vorratsdatenspeicherung und das, was ich über Europa geschildert habe, kann ich nur sagen, unsere bürgerlichen Freiheitsrechte sind gegenwärtig in schlechten Händen. Bevor wir jetzt uns Ihren Fragen zuwenden, möchte ich gerade noch, weil es so eine Steilvorlage ist, dass Herr Lepper, der Landesbeauftragte für Datenschutz, hier vorne eben sitzt und es gerade angesprochen worden ist, die föderale Struktur. Noch eine abschließende Frage jetzt für diese Runde an Sie richten, Herr Lindner. Leiden wir da mal wieder an einem föderalen Problem? Sollte man an dieser Stelle mehr zentralisieren? Feel free. Also jetzt müsste man Ulrich Lepper, schön, dass Sie da sind, lieber Herr Lepper, jetzt müsste man Ulrich Lepper fragen, wie er es einschätzt, ob es da Probleme gibt. Ich glaube, dass die föderale Struktur sich im Prinzip bewährt hat, weil ja viele Fragen beispielsweise auch der Landesverwaltung zu berücksichtigen sind. Aber Sie selber haben immer die europäische Ebene schon sehr stark akzentuiert. Natürlich, die Datenschutzgrundverordnung, das ist im Wort drin, gibt ja auch nur eine Grundlage. Nur, ich will noch mal sagen, die Länderebene ist ja sehr stark von Verwaltung geprägt, hat sehr viele Verwaltungsakte und da macht es schon Sinn, dass auch auf der Ebene ein spezieller Ansprechpartner da ist als Landesdatenschutzbeauftragter, dass wir das auf der Ebene des Bundes haben. Es gibt ja Unternehmen, die Datenschutzbeauftragte haben. Also ich glaube, dass eine weitere Zentralisierung an der Stelle wenig bis gar nichts bringt. Notwendig ist eine Koordination. Notwendig ist klares gemeinsames Recht, aber bei der Prüfung des Rechts auf Anwendung bei öffentlichen und privaten Stellen, glaube ich, würde Zentralisierung eher zu großen Behörden führen und ich bin kein Freund von großen Behörden, weil die Eigenleben entwickeln. Also zum Thema Eigenleben wäre es noch interessant, darauf hinzuweisen, einfach ist es natürlich im Föderalismus auch nicht, so berechtigt er ist an vielen Stellen. Ich wurde letztens vom Verband der Markenartikelhersteller gebeten, nochmal eine Broschüre aufzulegen über die Auslegung des Bundesdatenschutzgesetzes in Deutschland, einheitlich in allen Bundesländern. Ich sage, manchmal wird es eben schwierig, manchmal haben die Landesaufsichten auch unterschiedliche Ansichten. Ganz manchmal unterhalten sie sich darüber dann auch öffentlich, aber das sind Einzelfälle. Ja. Halten wir fest, ich kann Herrn Lepper, glaube ich, schon für die Fragerunde aufnehmen, die ich jetzt auch sehr, sehr gerne eröffnen möchte. Ich hatte schon eine allererste Meldung aus dem Saal gesehen, das war hier in der Mitte ein Herr. Oh, jetzt geht es doch am Rand los, okay. Ich würde Sie nur bitten, falls Sie nicht als Privatperson, sondern für eine Institution oder ein Unternehmen hier sind, dass Sie es vielleicht kurz dazu sagen, damit man Ihren beruflichen Background einschätzen kann und würde jetzt der Herr da drüben... Das war der Test hier mit dem Datenschutz. Ne? Es wird alles dokumentiert. Der Herr da drüben war der Erste, dann waren Sie. Michael Mayer heiße ich. Ich bin privat hier. Herr Richter, ich habe die Frage an Sie. Das Wort Zertifizierung, das klingt so sehr liebevoll. Müssten Sie nicht viel stärker, ähnlich wie die Stiftung Warentest, in Rankings und in Benotungen denken oder Tests, weil dadurch natürlich ein Wettbewerbstool entsteht, was dann Unternehmen auch gegeneinander ausspielen können? Ja, es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte. Zertifizierung meint ja, ein Unternehmen tätigt Anstrengungen pro Datenschutz und geht dann zu einer unabhängigen Stelle, die das prüft und bestätigt. Und eine Zertifizierungsstelle prüft wiederum dieses Prüfergebnis. Das klingt jetzt recht kompliziert, aber es ist eben nicht unterkomplex.
und sagt dann, diese Prüfung, dieses Ergebnis stimmt mit dem allgemeinen Anforderungskatalog überein. Nur so kann man ja eine wirklich transparente und verlässliche Einschätzung kriegen als Nachfrager nach diesem Produkt. Der Test, den die Stiftung Warentest macht, sieht ja anders aus. Da geht der Prüfende anonym hin, nimmt sich ein Produkt oder eine Dienstleistung und durchleuchtet das mal. Und der andere weiß davon gar nichts. Also eine ganz andere Herangehensweise. Wenn man jetzt beides gleichzeitig machen will, dann kann es schwierig werden. Dann kann es Neutralitätsbedenken geben, wenn die Zertifizierung heißt, da gibt es eine Art von Geschäftsbeziehung, eine Art von Beziehung zwischen prüfender Stelle, zertifizierender Stelle und zu Prüfendem. Und wenn ich dann nochmal hingehe und den nochmal anonym teste, dann könnte jemand sagen, naja, so ganz neutral ist der Test vielleicht nicht. In unserer Satzung heißt es, wenn wir im Bereich Test aktiv werden, dann möglichst mit Institutionen, die das schon auf ihre Fahne geschrieben haben. Gut, da gibt es die Stiftung Warentest, die gibt es seit 1964, die sind auch ein bisschen größer schon als wir. Die kriegen aber auch jedes Jahr 5 Millionen Euro als direkte Zuwendung, nur das mal am Rande mitgeteilt. Die kann man, glaube ich, auch erwähnen. Viele werden es gelesen haben. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass wir jetzt mit der Stiftung Warentest integriert werden sollen. Da muss man natürlich fragen, wie geht denn das eigentlich genau? Das ist stiftungsrechtlich sehr kompliziert, das werde ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Aber auch thematisch ist es nicht unbedenklich. Denn bei der Stiftung Warentest geht es um Verbraucherschutz. Verbraucherschutz, das schützt das Vermögen der Verbraucher, ihr Handeln im Geschäftsverkehr und weitere Dinge. Und beim Datenschutz geht es um Persönlichkeitsschutz. Da geht es um Grundrechte. Das ist eine ganz andere Kategorie, sage ich mal, ohne den Verbraucherschutz jetzt irgendwie niedrig werten zu wollen. Aber es ist halt beileibe nicht das Gleiche. Und es zu vermischen, ist, glaube ich, nicht ratsam. Deswegen denke ich, dass es eher auf eine Art Verwaltungsgemeinschaft hinauslaufen wird, als auf eine Vermischung der Themen. Das kann auch, können auch die Verfasser dieses Koalitionsvertrages nicht gewollt haben. Okay, die zweite Frage war hier der Herr in der dritten Reihe. Mein Name ist Baumdick, ich spreche als Bürger- und Seniorenvertreter. Herr Vorsitzender, Ihr Vortrag hat mich sehr beeindruckt, der war ja besser als jeder Spiegelbericht. Weil, eine kurze Frage, ein hohen NSA-Direktor ist mal gefragt worden, warum macht ihr das eigentlich, dass ihr die Deutschen so bespitzelt? Da sagte er, wir können das. Wir können das einfach und die Deutschen merken das gar nicht. Meine Frage an die Gemeinschaft hier ist. Hier sitzen so viele junge Leute, lauter Computerfreaks und alle kennen die Zahl und die booleische Schaltalgebra 1 und 0. Sind die Deutschen zu schlau oder nicht so schlau genug, um die anderen zu belauschen? Sind wir zu dumm? Fehlt uns die Software? Oder macht der BND das auch und die anderen wissen das nicht? Unsere Geheimdienste werden anders geführt und haben einen anderen Auftrag. In dem Auftrag unserer Geheimdienste finden Sie nicht, dass Sie Wirtschaftsspionage machen sollen. Das finden Sie aber explizit in dem Auftrag der Nachrichtendienste anderer, auch befreundeter und verbündeter Staaten. Und die machen dann Wirtschaftsspionage nicht in China, sondern bei uns. Auch in Großbritannien übrigens steht das. Auch in Großbritannien steht, die sind sogar noch intensiver. Die sagen ja, sie wollen das Internet beherrschen, sagen die Briten. Steuern und dominieren. Also da gibt es ein anderes Verständnis. Es wird jetzt zu weit führen. Ich glaube aber, dass es in den Vereinigten Staaten auch mit langfristigen außen- und sicherheitspolitischen Fragen zusammenhängt. Die amerikanische Gesellschaft verändert sich in den nächsten 30 Jahren. Sie werden also stärker sich auf innenpolitische Themen konzentrieren. Sie sind energiepolitisch unabhängig geworden, werden sich also aus bestimmten Weltregionen zurückziehen und haben dann Langstreckenwaffen und Cyberwarfare, also Waffen im Internet vereinfacht gesagt, die eine größere Bedeutung haben werden. Daher die große Dominanz in dieser Frage. Wir Deutsche müssen uns fragen, wie wir darauf reagieren, nicht nur diplomatisch, sondern auch, welche technischen Möglichkeiten wir nutzen. Man liest dieser Tage, dass es in der NATO Überlegungen gibt, aufgrund der aktuellen Situation und Abkühlung des Verhältnisses zu Russland, dass man doch möglicherweise jetzt stärker wieder Panzerverbände ausrüsten soll. Das halte ich für völlig gestrig, was unsere Bedrohungen angeht. Schadsoftware hat schon in der Vergangenheit, beispielsweise im Iran, militärisch gewirkt. Es gibt jetzt auch andere Nationen, die
kritische Infrastruktur in Deutschland bedrohen könnten. Das ist also auch eine militärische Anwendung. Also statt jetzt über Panzerverbände laut nachzudenken, mit auch den fatalen Signalen, die dann nach Moskau gesendet werden, sollten wir eher darüber nachdenken, wie werden wir mit Blick auf Datensicherheit satisfaktionsfähig, wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur, wie regen wir auch Unternehmen an, dass sie ihre kritische Infrastruktur schützen und unsere persönlichen Daten. Also da sollte in Deutschland etwas passieren. Nach meinem Eindruck sind wir da noch reichlich unterbelichtet, vielleicht sogar naiv im Verhältnis zu anderen. Ich möchte das auch noch kurz relativieren, ohne zu ernüchtern. Wenn Bismarck ein Mobiltelefon gehabt hätte, wäre er abgehört worden. Es ist nichts Neues, dass spioniert wird, auch zwischen Freunden. Alle machen es bei allen. Es ist fast schon in der Erwartungshaltung international mit eingebaut. Und Sie sagten es ja bereits, was technisch geht, das wird gemacht. Das ist aber im privaten Bereich nicht anders als im staatlichen Bereich. Bloß im staatlichen Bereich hat der Staat noch mehr Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, diese Rechte zu schützen. Und da hilft natürlich auch der Selbstdatenschutz nur bedingt weiter. Also ich kann meinen Anbieter wechseln, wenn mir das nicht gefällt, aber ich kann nicht meinen Telefonprovider wechseln, wenn alle zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung verpflichtet werden. Dann kann ich da wenig, da gibt es kein Opt-out sozusagen. Es ist auch nicht so, dass man gar nichts tun kann, denn das Thema Verschlüsselung, das ist ja in aller Munde ein sehr kompliziertes Thema, keine bequeme Sache. Wer das mal versucht hat, im privaten Bereich zu machen, das ist sehr umständlich, muss ich schon sagen. Und dann finden Sie vielleicht keinen, der es benutzt. Also ich nenne ja jetzt keine Namen. Wir hatten jetzt für eine Stelle in der Stiftung Datenschutz 65 Bewerbungen. Und raten Sie mal, wie viele davon verschlüsselt ihre Bewerbung eingereicht haben. Einer. Ja. Wissen wir, wen Sie genommen haben. Genau. Ne? Ja. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber trotzdem, das zeigt, wie wenig das benutzt wird. Und das kann man aber auch auf ganz anderen Ebenen, ganz kurz nochmal, auf ganz anderen Ebenen auch beobachten. Das Bundeskabinett hat natürlich die berühmten Krypto-Handys, die vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sind und geprüft sind. Aber dann liest man, unter anderem übrigens auch vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister, aber auch von der Kanzlerin, da weiß man es ja aus dem öffentlich gewordenen Fall, dass sie nicht benutzt werden, weil sie so unbequem sind, weil die Sprachqualität so schlecht ist, weil man da nicht die Features hat wie vom iPhone. Im Gegenteil, mancher nutzt noch WhatsApp. Ja. Also, kann man direkt eine Postkarte aus dem Kabinett also schreiben. Sensibilisierungsbedarf auch im Kabinett, ja. Aber ich will noch einen Punkt ergänzen, der ist wirklich nur ganz kurz, weil Sie ja über die Rolle der Geheimdienste und der Führung gesprochen haben, wie sich das unterscheidet. Was mich elektrisiert hat, waren Medienberichte darüber, dass in den Vereinigten Staaten die Geheimdienste sogar die Parlamentsgremien abhören, wo sie kontrolliert werden. Und verehrte Anwesende, da glaube ich, geht dann die Kontrolle verloren, da verselbstständigen sich dann Strukturen. Und da weiß man nicht, wer führt, die Politik oder wird die Politik, von wem auch immer geführt. Denken Sie an die Enthüllungen über abgehörte Telefonate, dass eine Diplomatin dieser Tage gesagt hat, fuck the EU. Das ist ja Politik, die dahinter steht. Wer hat das öffentlich gemacht? Das muss ja jemand gewesen sein, der das abgehört hat. Welche Nation war das? Welche Interessen stehen dahinter? Also das ist ein großes und fundamentales Problem, auf das wir uns auch rüsten müssen. Also dass die Kanzlerin abgehört werden kann, das hätte ich mir nicht vorstellen wollen. Dass man es versucht, da bin ich Realist, dass es gelingt, will ich mir in unserer Industrienation nicht dauerhaft vorstellen. Die nächsten drei Fragen waren alle aus dem rechten Flügel. Ich glaube, der Herr, der sich zuletzt jetzt nochmal gemeldet hatte. Genau, Sie waren, glaube ich, der Erste gewesen. Dann kurz vor Ihnen. Und dann. Mein Name ist Sperlich. Ich war 30 Jahre lang Datenschutzbeauftragter einer Behörde, einer sehr großen. Und ich habe entsprechende Erfahrung im Umgang mit dem Bundeslandesdatenschutzgesetz und natürlich auch mit meinem Bürger, der ratsuchend zu mir kam und den ich auch beraten habe über das Landesdatenschutzgesetz hinaus, weil es sonst keine Ansprechpartner gab. Bin also über meine Kompetenzen gegangen, was mir dann hinterher sogar gerichtlich fast schon verboten wäre. Aber ich habe zwei Erfahrungen gemacht. Erstens, ich habe immer wieder gehört, dass die Leute auch im Fernsehen, nachdem die Affäre mit dem Telefonabhören der Bundeskanzlerin war, ich glaube auch, es war der amerikanische ehemalige Botschafter Kornblum, die Leute sind ja selber schuld. Sie müssen sich halt schützen,
gegen das, was die anderen machen und müssen all diese Tricks einsetzen, die sie einsetzen müssen, um sich zu, also um als Schutz zu haben. Ich finde immer, das ist eine Sache der Politik, dass sich nicht der Mensch um diesen Schutz bemühen muss, der Bürger, sondern dass ihm dieser Schutz im Grunde genommen angeboten wird und er ihn nutzen kann, ohne dass er großartig Klimmzüge machen muss. Und das Zweite ist, was mir auch im Kontakt mit der Landesdatenschutzbeauftragten Sokol immer wieder passiert ist, das ist die Vorgängerin, glaube ich, von Herrn Lepper, wenn es also darum ging, Daten freizugeben durch Einwilligungserklärung, was ja auch einen gewissen verfassungsrechtlichen Hintergrund hat, man muss wissen, in was man einwilligt, damit die Einwilligung gültig ist, da passieren so viele Dinge, dass ich zum Beispiel keine Zahnarztbehandlung bekomme, wenn ich nicht einwillige, dass ich in die Datenweitergabe und eine andere Abrechnungsmethode, einschließlich der Weitergabe der Diagnosedaten, wenn ich damit nicht einverstanden bin. Obwohl bei mir gar kein Verdacht bestehen könnte, dass ich meine Kosten nicht bezahle, denn wenn ich Krankenkassenpatient bin, werden die Kosten immer übernommen, außer ich habe private Dienstleistungen. Und das nächste ist, von wegen Freiwilligkeit, Einwilligung oder Nicht-Einwilligung. Ich habe damals mal versucht, mein Pkw bei der, ich nenne den Namen, bei der Europaversicherung zu versichern, habe ein entsprechendes Formular ausgefüllt und auf der Rückseite den Passus Weitergabe der Daten an die Versicherungswirtschaft für Werbe und was weiß ich, für Rückversicherungszwecke, das habe ich teilweise gestrichen, weil ich meine Daten nicht weitergegeben sehen wollte, denn eine Aussteuerversicherung und eine Versicherung für ein Grundstück und Haftpflichtversicherung habe ich bereits, brauche ich nicht. Vielleicht können wir die Einzelfälle nochmal verdichten, sozusagen gleich, auf den Punkt. Ja. Ich habe den Versicherungsschutz nicht bekommen und ich habe dann hinterher festgestellt, dass alle anderen Versicherungen die gleichen Passagen haben. Ich im Grunde, wenn ich nicht einwillige, höchst freiwillig einwillige, wirklich freiwillig, ich keinen Versicherungsschutz bekomme. Mhm. Und das hat mir doch sehr zu denken gegeben. Also Schutzmöglichkeiten sozusagen durch die Politik war der eine Aspekt, ja, oder Schutzverpflichtung. Muss der Bürger sich da wirklich selber so stark kümmern? Und kann er überhaupt widerstehen? Das war ja der andere Punkt. Ich werde ja ständig dazu aufgefordert und habe direkte Nachteile, wenn ich meine Daten nicht freigebe. Vielleicht. Ja, wenn so stark gekoppelt wird, wenn alle so stark koppeln und die Leute praktisch denen gar keine Wahl mehr lassen, zu einem Privatsphäre-sensiblen Anbieter zu gehen, dann kann es nur die Politik lösen, weil dann hilft selbst Datenschutz nicht weiter. Ich kann ja nicht einen wählen, der dann eben keinen. Man kann das ja fortführen, das Beispiel von vorhin. Wenn alle Kfz-Versicherer Telematiktarife anbieten, das sind die Tarife, die durch technische Sensoren im Fahrzeug immer genau wissen, wann Ihr Fahrzeug wo war. Vielleicht nicht, vielleicht Sie aber Ihr Fahrzeug. Wie schnell, welches Bremsverhalten und so weiter und so fort. Und aber auch aus der Fahrstrecke kann man ja einiges ablesen. Das ist ja ähnlich wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Man braucht gar nicht die Inhalte kennen. Die Metadaten erlauben so unglaublich differenzierte Bewegungsbilder. Bei einem halben Jahr natürlich ganz erheblich. Aber wenn alle Versicherer diese Telematiktarife anbieten, dann kann man nicht mehr raus. Dann kann man sich nur noch überwachen lassen. Dann ist aus meiner Sicht die Politik gefordert. Schutzfunktionen sozusagen, die Politik bieten kann, hatten wir vorhin ja schon referiert. Ja, ganz genau. Herr Sperlich, ich glaube, das war Ihr Name. Gute Beispiele. Wir nehmen das mal auf. Vielleicht wollen Sie uns zur Verfügung stehen für das ein oder andere Gespräch aus Ihrer Praxis. Sind Sie jedenfalls herzlich willkommen. Auch mit einem kleinen Blick auf die Uhr würde ich jetzt die zweite Frage direkt hinter. Ja, das war die dritte Wortmeldung. Da können wir auch vorziehen. Okay, nächstes dann außen rechts. Mein Name ist Tobias Czekaj, ich bin Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und habe also auch täglich mit Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu tun, auch mit den Gerichten, dass es uns heute sehr schwer gemacht ist, die Rechte oder die Rechtslage durchzusetzen. Und ich glaube, dass vielmehr dass ein Umdenken stattfinden muss, bevor eine politische Kehrtwende einsetzt. Also ich bin sehr dankbar, Herr Lindner, ganz großartig heute für Ihren Einsatz und Ihre gewisse Empörung auch für das Thema. Ich begrüße das sehr und ich vermisse diese Empörung in den Medien, in der Gesellschaft, weil die längst überfällig ist. Und ich glaube, das Problem ist aber, ein Umdenken muss erstmal stattfinden, denn Persönlichkeitsrechte haben bei uns in der Gesellschaft leider keine Lobby. Man kann mit dem Persönlichkeitsschutz in Deutschland kein Geld verdienen. Nur wenn man die Daten auswertet, dann kann man Geld verdienen. Aber der Schutz hat bisher keine Lobby. Ich glaube, Sie hatten das auch schon angesprochen, gegebenenfalls für die Zukunft, wenn wir uns in Deutschland da stärker machen, ist das vielleicht ein Wirtschaftswert. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Mehr Persönlichkeitsschutz wirft uns vielleicht jetzt zurück, aber in 10 Jahren sieht das vielleicht auf der Welt schon anders aus, wenn wir also Vorreiter im Persönlichkeitsschutz sind.
Meine Frage ist aber und mein Vorhalt Ihnen gegenüber, Sie haben sich da eben eingesetzt und gesagt, gerade was Google angeht und Facebook, müsste man denen vielleicht vorher politisch entgegenwirken, bevor sie quasi, wenn sie nicht den Datenschutz in unserem Sinne geregelt haben. Dann frage ich Sie aber, Sie als Vorbild und Politiker, warum sind Sie bei Facebook, wenn Sie doch die Situation um Facebook kennen? Also ich bin bei Facebook als Politiker. Ich nutze Twitter und Facebook dienstlich. Aber Sie werden da auch sehen, dass ich hier heute Abend in Düsseldorf bin. Sie können es bezeugen, das stimmt, was da steht. Aber persönliche Daten gebe ich da nicht preis, nutze es also persönlich nicht. Würde ich es machen, wäre ich dort nicht unter meinem Namen mit meinem Bild angemeldet und würde insofern also meine Identität etwas verhüllen. Ich betreibe also Selbstdatenschutz, weiß also, was da gesammelt wird. Sie könnten mich aber bei anderen Punkten kriegen, bei elektronischen Bezahlsystemen wie PayPal. Oder mein Sixt-Auto bestelle ich elektronisch und habe auf Passbook das Ticket hier drauf. Sie kriegen mich beim Online-Banking, Sie bekommen mich bei Amazon. Da würden Sie mich bekommen und deshalb sage ich ja, ich will das ja auch nutzen dürfen. Ich will doch niemandem versagen, soziale Medien zu nutzen oder Online-Banking. Das wäre ja geradezu verrückt. Das wäre wie die Amish People in den USA, die so leben wie im 17. Jahrhundert. Das will ich nicht. Ich will durch gutes Recht und durch Aufklärung dafür sorgen, dass jeder die Segnungen der neuen Technologien nutzen kann, ohne Widerwillen gläsern zu werden. Das ist das politische Ziel. Ich mag es ergänzen. Es gibt so einen lateinischen Rechtssatz, wonach das Gift in der Dosis liegt. Und das ist genau hier der Punkt. Ich bin auch bei Twitter zum Beispiel, nicht bei Facebook, aber bei Twitter. Und da gibt es ja auch Diskussionen über Hintertüren der NSA und was auch immer. Aber ich schaufel da auch nicht meine privaten Lebensdetails herein. Ich äußere mich da vielleicht datenschutzpolitisch oder zu irgendwelchen technischen Fragen oder weise auf andere Sachen hin. Aber es geht immer darum, was macht man denn da genau? Helena hat es schon gesagt, ganz richtig, die digitale Abstinenz, die netzpolitische Eremitage oder was, das ist überhaupt keine Lösung. Das koppelt einen ja von der kommunikationsgesellschaftlichen Entwicklung ab. Das will man ja auch nicht. Das ist die Sache mit Freiheit statt Angst und Chancen statt Risiko. Nicht, oh Gott, geht da bloß nicht hin, sondern überlegt, was ihr tut und überlegt, was ihr mit dieser Dosierung von Preisgabe von Privatsphäre auslösen könnt oder erreichen wollt. Die Dame rechts außen war, glaube ich, die nächste. Dann noch ein Stück weiter hinten hatte ich noch eine, falls sie sich nicht erledigt Dankeschön. Hat. Und dann die Dame hier vorne und Herr Lindner muss pünktlich weg. Ich bin im Bilde, deshalb schon ein erster Blick auf die Uhr. Gegen 8 wollten wir sozusagen fertig sein. Ich fasse mich ganz kurz. Ich habe auch keine Frage, sondern eine Bemerkung. Ich bin auf Facebook. Mein Name ist Marie-Kathrin Meyer. Ich bin FDP-Kandidatin in Düsseldorf, Hamm, Mosfeld, Flehe und die Europakandidatin. In Hamm fahre ich mit meinem kleinen Smart und sehe immer die Kinder, da sind sehr viele Kinder da, die passen unwahrscheinlich auf, wenn die die Straße überqueren, nehmen Blickkontakt und kriegen da eine unwahrscheinlich gute Ausbildung oder wie sagt man, und ich wünsche, hilf mir, Wahrnehmung. Und ich glaube, ich glaube sehr an das Beispiel und an das Heranführen, wenn diese Kinder genau diese Aufmerksamkeit bringen für die Autobahnen im Internet, dann haben wir schon viel gewonnen. Da ist dieses Umdenken. Und das werden dann keine Kinder sein, hingehen und auf eine Plattform, die Whisper heißt, die in den Staaten ist. Diese Plattform ist wunderbar, die ist extra gemacht. Wenn Sie ein Geheimnis haben und Sie möchten nicht, dass es irgendjemand erfährt, dann gehen Sie da auf Whisper posten. Und ich glaube, die junge Generation wird nicht so dumm sein. Ich bin jetzt auf Facebook, nur für FDP. Ich habe da 89 Freunde, aber hier sind viel mehr. Dankeschön. Ich glaube,
ein charmant vorgetragenes Statement, dem man im Grunde nichts hinzufügen kann. Außer dass es manchmal gut ist zu flüstern. Genau. Kann man, glaube ich, sagen. Und dass hoffentlich die Aufmerksamkeit bei den Straßen, das ist ja seit den Smartphones auch immer so eine Sache, dass sozusagen die Jugendlichen dann auch immer wissen, wohin genau sie gerade die Aufmerksamkeit richten müssen. Vorhin war noch außen rechts eine weitere Frage gewesen, wenn da jetzt keine Wortmeldung ist, war hier vorne die Dame in der zweiten Reihe noch. Mein Name ist Gisela Adams, ich bin in Solingen in der Kommunalpolitik tätig. Ich habe in der vorigen Woche habe ich also die Rheinische Post gelesen und da habe ich mich sehr erschreckt, weil da drin stand, dass also ganz viele Kommunen in NRW noch Windows XP benutzen. Und da habe ich mir gleich Gedanken gemacht, ob das wirklich gut gehen kann, weil das ja nicht mehr gepflegt wird. Es gibt keine Updates mehr dafür. Und ob da also vielleicht Dinge, sensible Daten auch von Bürgern verloren gehen können. Das ist meine Frage, ob das also... ja, natürlich. Das wird für die Kommunen ja auch ziemlich teuer sein. Also gerade die, die also sich sowieso am Abgrund bewegen. Dass sie also Software und Hardware und eventuell dann auch noch Lehrgänge bezahlen müssen. Das ist ja eine große Sache, die also in die Millionen geht. Ja, und trotz jahrelanger Ankündigungen wurde es an vielen Orten ziemlich verschlafen, oder wie ist Ihr Eindruck? Ja, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, Bequemlichkeit an erster Stelle. Das ist so schön gewohnt, da weiß man, wo alles ist, das benutzen wir seit 10 Jahren so ungefähr. Da nutze ich erst die letzte Möglichkeit, dann umzustellen und dann ist die Gefahr von Datenlecks eben groß. Das ist ja jetzt eher eine Frage von Datensicherheit, Angriffe von außen nach fehlenden Sicherheitsupdates, und fehlenden Supports. Da muss der Staat eine Vorbildfunktion haben. Also wenn die Kommunen veraltete und sicherheitsbedenkliche Software einsetzt, dann kann sie schlecht von ihren Bürgern verlangen, dass die sich gegen die E-Mail-Hacks wehren. Also da muss ich den Ball dann doch ganz klar an die Kommunen auch zurückgeben, da verantwortlich zu handeln. Und wenn ich mir kurz aus der Landespolitik operativ den Hinweis erlauben darf, Sie haben sich ja vorgestellt als in der Kommunalpolitik tätig. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Struktur eines Landesbetriebs IT-NRW und wir haben daneben zahlreiche Gebietsrechenzentren der Kommunen. Also längst spricht man über das Cloud Computing, also dass Prozesse in der Wolke dezentral erfolgen, aber trotzdem leisten wir uns ein Nebeneinander von X-Gebietsrechenzentren mit den damit verbundenen auch zusätzlichen Kostenstrukturen. Und ich glaube, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt mal gekommen, Ihr anschauliches Beispiel belegt das ja, zu einer grundlegenden Modernisierung der Informationstechnologie im öffentlichen Bereich Nordrhein-Westfalens zu kommen. Grenze. Da sind enorme Einsparpotenziale zu heben und es kann besser werden. Und was muss noch passieren, um die Politik zu veranlassen, da das Kirchturmsdenken zu überwinden, dass jeder sein eigenes kleines Rechenzentrum haben will, als dass man bessere Qualität für die Bürgerinnen und Bürger bietet und gleichzeitig auch noch Geld in den knappen öffentlichen Haushalten für Sie und uns alle einsparen kann. Ich habe jetzt noch ein einmaliges Angebot zu machen, denn einem von Ihnen steht offen, die letzte Frage dieses Abends zu stellen. Und ich sehe die Wortmeldung. Ein Gewinner. Bitte schön. Ja, mein Name ist Michael Dörrer, ich komme aus dem Kreis Soos, gehöre dem Stadtverband Werl an und meine Frage geht nochmal zurück in Ihre Einführungsrede, Herr Lindner. Ich habe heute gelernt, auch das Online-Banking ist für uns alle Neuland. Das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche noch ausdehnen, wir haben es ja mitgekriegt, Frau Merkel hat es ja vorgemacht. Und Sie haben in dem weiteren Verlauf der Diskussion immer von dem Selbstdatenschutz gesprochen. Das ist ja nun kein verbrieftes Recht, das wissen wir jetzt alle, und da fängt die Schwierigkeit an. Und ich habe gerade gehört, das war das gute Beispiel, Windows XP, das war ein stabiles System, es hat funktioniert. Und da muss ich jetzt mal Herrn Richter so ein bisschen in die Parade fahren. Es ist nicht immer die Bequemlichkeit, die dazu führt, dass man halt nicht auf dem neuesten Stand der Technik ist, ja? Sondern es hat auch was mit Bezahlbarkeit zu tun. Und da spielen sicherlich wieder wirtschaftliche Interessen eine große Rolle. Die Frage ist jetzt an beide, wie kriegt man diesen Spagat hin? Von Selbstdatenschutz, der ja eigentlich
eine Bürgerpflicht sein soll, ein Bürgeranspruch, ein Bürgerrecht und diesen immensen Wirtschaftsinteressen, die im Hintergrund immer eine Rolle spielen werden. Danke. Also Selbstdatenschutz, da bitte ich Sie mich nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, ich beschimpfe die Bürgerinnen und Bürger, die sollen sich mal schön selber um ihre Datensicherheit kümmern. Der Staat macht sich einen schlanken Fuß und kümmert sich nicht mehr darum. Das wäre viel zu kurz. In dem Beispiel der kommunalen Verwendung von Software, die eventuell bald nicht mehr sicher genug ist, um Daten von Bürgerinnen und Bürgern dort zu gewährleisten, da finde ich es bedenklich. Da darf auch das Kostenargument nicht dazu führen, dass man sagt, dann wird es jetzt eben unsicher, müssen wir beim Kämmerer mal sprechen und der sagt, nö, das interessiert mich nicht. Das kann es ja nicht sein. Was jetzt die eigene Sicherung von Daten unter Windows XP betrifft, interessanterweise vom Heise Verlag, ist bekannt vielleicht von Heise Online, gibt es die Zeitschrift CT, die hat jetzt gerade aktuell ein Beispiel, wie sie sicher unter Windows XP noch ihre Daten schützen können. Also es gibt schon Möglichkeiten. Aber Selbstdatenschutz heißt eben auch, ich kann nicht nach dem Staat rufen, damit der mich vor mir selber schützt. Also verstehen Sie, ich habe viele Möglichkeiten in der Hand, sicherer oder unsicherer zu agieren. Ich muss so sensibel sein, dass ich diese Wege erkenne, wenn es mir kein anderer sagt. Das kann man nicht ins Gesetz schreiben. Das ist eine Pflicht des eigenen, aber das ist eben auch, na gut, es ist ein bisschen die Pflicht zur Verantwortung, aber die Möglichkeiten liegen auch auf dem Tisch. Möchten Sie noch ergänzen? Oder? Ich finde, Herr Richter hat das wunderbar gesagt und ich glaube, Sie haben heute viele neue Ansprechpartner, potenzielle Kunden, Ratsuchende gewonnen, die sich bei Ihnen melden. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wo genau Sie Ihre digitalen Fußspuren hinterlassen müssen, der Name der Homepage. Ja, also unter www.stiftungdatenschutz.org, in einem Wort geschrieben, finden Sie einige Tipps zu Datenschutz und auch Datensicherheit teilweise, die vielleicht weiterhelfen, die vielleicht Fragen beantworten. Das wird alles noch ausgebaut, wir stehen eben noch recht am Anfang und werben noch darum, stärker werden zu können, auch im Bereich der Aufklärung. Aber das Thema wird uns erhalten bleiben, deswegen bin ich mir auch sicher, dass da viel Potenzial noch in unserer Einrichtung steckt. Die Diskussion um das Thema wird nicht abreißen. Morgen früh 9.30 Uhr entscheidet der EuGH zur Vorratsdatenspeicherung. Bleiben Sie dran. Beim Thema stehen wir noch ganz am Anfang, bei dieser Veranstaltung jetzt am Ende. Es war ein Parforce-Ritt vom internationalen Level bis in die Kommunalpolitik sind wir durchgekommen oder haben es touchiert zumindest. Wie gesagt, das ganze Problem stellt sich sozusagen uns noch relativ frisch. Insofern war klar, dass wir hier noch keine Lösung oder Antworten finaler Art präsentieren können. Ich glaube aber, wir haben viel mitgenommen, nicht nur im übergeordneten Sinne, sondern auch ganz handfest für unsere eigenen Aktivitäten morgen. Insofern Ihnen schon mal von mir aus herzlichen Dank. Danke der Friedrich-Naumann-Stiftung, die diese Veranstaltung hier erstmal ermöglicht hat. In meinem Namen und die letzten Worte gehören natürlich Axel Hoffmann als Veranstalter. Herzlichen Dank. Und hier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dem brauche ich eigentlich schon fast nichts mehr hinzuzufügen. Das war schon ein mehr als elegantes Schlusswort, aber so ein kleines bisschen möchte ich dann doch noch tun. Natürlich bedanken wir uns bei unseren Referenten immer in besonderer Weise, bei Ihnen gleich auch, dazu sage ich gleich was. Wir bedienen uns dazu eines durchaus alten Spruches, das modern aufbereitet ist, garantiert abhörsicher. Es ist nämlich im Schiefer gemeißelt und es ist ein Zitat von Perikles und es heißt, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut und das würde ich Ihnen gerne alle drei. Danke. Na, das ist doch sehr schön. Vielen Dank. Danke. Und meine Damen und Herren, wenn wir es geschafft haben, Ihnen erstens einen kleinen Einblick zu geben in das politische Denken der liberalen Familie und darüber hinaus nicht nur damit gedient zu haben, sondern auch noch mit Informationen in einer Art und Weise, ja, die uns allen sehr weiterhelfen kann. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie auf den letzten Tisch nachher gucken, ich hoffe, es liegt noch da was, da lagen einige Unterlagen Ihres Hauses, ich sehe aber jetzt schon ziemlich dünn geworden. Von Ihrem Haus liegen noch mehr aber da, da hat etwas wenig dabei. Das organisieren. Können Sie mal bestellen sonst bei uns, ja. Genau. Wenn wir das geschafft haben, denke ich, war das eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie da waren.
auch die große Menge ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt, zu sehen und zu spüren, dass diese Veranstaltung notwendig und richtig ist. Wir werden sie fortsetzen an dieser Stelle und an anderen Stellen. Und wenn ich Sie dann bei Gelegenheit wieder begrüßen könnte, würde mich das sehr freuen. Einen letzten Punkt, den ich noch habe. Wir haben Ihnen auf den Tisch gelegt eine kleine Einladung für eine Broschüre zum Thema Europa, die wir gemacht haben. Die können wir Ihnen leider nicht schenken, weil sie eine Werkstattarbeit ist, die wir in ganz Europa durchgeführt haben. Sie können dieses Zettelchen ausfüllen und hier vorne abgeben, dann schicken wir Ihnen das gerne zu. Kostenlos verteilen können wir es nicht, aber es ist ein anderer Blick auf Europa, ein Blick auf Europa aus ganz unterschiedlichen Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern, modern aufbereitet im Rahmen eines Comics. Ich würde mich freuen, wenn auch das Ihr Interesse findet. Ansonsten freuen wir uns, Sie bei Gelegenheit wiederzusehen. Es gibt noch einen kleinen Imbiss und etwas zu trinken. Dann können wir uns das eine oder andere noch vielleicht austauschen, was Sie noch interessiert. Schönen Dank, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal.